Servus Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, euch ist bestimmt aufgefallen, dass kein Weekendly Highlights-Video die Woche gekommen ist. Das lag einfach daran, dass ich nach 10 Spielen einfach keinen Bock mehr auf die Weekendly hatte. Und ja, dementsprechend werde ich jetzt auch in FIFA 20 keine Weekendly mehr spielen. Ja, zu FIFA 21, mal schauen, ob ich da jede Weekendly durchziehe. Kommt halt auch darauf an, wie das Spiel so an sich ist. Ja, also nur kurz zur Info, Weekend Leagues wird es keine mehr geben. Aber das heißt ja nicht, dass diese Taktiken, die wir uns da immer raussuchen, dass wir die nicht testen können. EA hat ja auch die Summer Heat Spieler halt rausgebracht. Und davon habe ich mir gleich mal ein paar erspielt oder halt auch SBCs gemacht. Und die spielen wir hier in dem Team hier, das ihr im Hintergrund seht. Ja, ich würde sagen, da mache ich einfach mal ein Testspiel. Und das mache ich auch in der Formation, die das Voting gewonnen hat, letzte Woche noch. Das ist die 4-3-3, die zweite, die Aufstellungen, die kann ich euch ja mal zeigen. Und also hier die Taktiken sind ausgeglichen, Tiefe und Breite jeweils 4 Balken. Offensivstil ausgeglichen, Breite 4 Balken, Spiel im Strafraum 6 Balken. Und Ecken und Freistöße sind jeweils auf 3 Balken. Die Anweisungen sind, ja, so könnt ihr euch einfach Screenshots machen. Könnt euch ja auch mal vielleicht, wenn ihr wollt, die auch mal ausprobieren, die Taktiken, je nachdem, ob ihr Bock habt. Ja, so viel zu den Taktiken. Ja, ich würde sagen, starten wir ins erste Game. So, der erste Gegner ist am Start mit diesem Team hier. Wir spielen hier in Division Rivals und er hat auch schon mal einen Summer Heat Spieler mit Cassie abgeschlossen. Stabiles Team mit Ronaldinho Laia Icon. Let's go. Nice. Perisic läuft, Mondi läuft auch. Spielt ihn doch zu Ndombele. So. Hier, da können wir jetzt mal die mal. Na, ey. Ey, na, der war. Der, ey, was ist denn das? Bitte, der war auf Cassie, der war frei as hell. Da kommen hier mal durch, Mann. Ein bisschen gelackt, Perisic, den legt er rüber. Ja. So, da haben wir hier eine Chance. Der hat den Dragback nicht angenommen, aber jetzt hat hier. Da ist das zweite Ding. Nice. So, hier, da können wir jetzt mal Rafa schicken. Rafa, zieh doch. Da, hier, das ist ein Rückraum, Cassie. Oh, nice one. Nice, nice, nice. Und der Gegner, was? Der drückt Pause, geht er raus. Jawohl, der macht einen Race Quit. Ich würde sagen, machen wir noch ein Game. Let's go. So, der zweite Gegner ist am Start und er hat dieses Team. Er hat auch einige Summer Heat Spieler und er hat einen 96er R9. Die Defensive ist ein bisschen fragwürdig, was er da aufgestellt hat, aber sonst ist es ein stabiles Team. Let's go! Nice, hier auf Lewandowski, Dragback, Schuss und der ist drüber. Erste Chance in dem Spiel. Anspielstation, das heißt, du musst anspielbar sein und das bist du nicht, wenn du... Ui. Da waren wir auf einmal ganz frei vom Tor. Da geht er raus. Machen wir einfach noch ein drittes Game, weil das war jetzt ein bisschen arg kurz. So, der dritte Gegner ist am Start mit dem Team hier. Er hat... Ja, das Team hat ein bisschen gebraucht, bis da war. Auf jeden Fall, der Torwart und der Rechtsverteidiger ist ein bisschen fragwürdig, wie er die spielt, wie er die hat.
Hat noch ein paar andere Spiele nicht auf voller Chemie. Irgendwie komisches Team. Aber let's go. Nice, Balleroberung. Lever läuft. Lever können wir auch schicken. Lever macht den nicht rein. Aber hätte ich auch Ballrolle machen müssen. Schade. Kommen wir schwer durch. Jetzt hier mal ein Pass zu Perisic, der mit seiner 5-Star V-Code macht den natürlich easy rein. Let's go. Nice one. Hier können wir jetzt Perisic schicken. Mondi, Dragback, Schuss, Pfosten. Schade. Nice, Ndombele, Dragback, schade, bleib mal, lol, lol, also da hatten wir uns richtig durchgelackt, am Ende war es aber auch richtig so, dass der nicht drin war. Nice, Perisic läuft, und den können wir jetzt wieder schicken, perfekt, Lupfer. Schade, ein Dombele von hier einfach mal. Schade. Nice, kurzes Eck, der ist drin. Perfekt. Gegner drückt wieder Pause und quittet auch diesmal. Let's go. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen oben da, lasst ein Abo da, abonniert die Glocke, man kennt ihn, aktiviert die Glocke. Ja, bis zum nächsten Mal. Servus.